So, wieder mit einer neuen Folge da, und zwar habe ich euch ja letztens versprochen bzw. Andeutung gemacht, wie ich jetzt so ein schönes Haus baue, weil manche schreibten mir, es sei relativ kompliziert und sie hätten es irgendwie nicht verstanden, wie man so etwas zustande kriegen soll. Ja gut, aus diesem Grund helfe ich euch da mal aus. Ich baue das Haus jetzt relativ klein, um nur den Sinn zu verdeutlichen. Die Grundidee will ich euch erstmal vermitteln. Also rein theoretisch müsst ihr euch das als zwei verschiedene Häuser vorstellen. Ein Haus, was bis hierhin geht, mit Dach in die Richtung, und ein Haus, was dazwischen geschoben ist, aber mit so einem Dach. Die Lecks sind mit dem Render von einem anderen Video zu begründen, also nicht, dass dann irgendwelche Kommentare kommen wie LOL, der hat ja scheiß Equip oder so, nerf doch mal dein Zeug und bla 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 bla. Ja. Gut, wir nehmen jetzt erstmal x-beliebigen Stein. Ich entscheide mich für Cobblestone, weil der mir irgendwie gefällt, keine Ahnung wieso. Wahrscheinlich, weil er so oft hier vorkommt und leicht abzubauen ist, wenn man Scheiße baut. So, und bauen jetzt den ersten Teil von unserem Haus. Ich hasse Gras, habe ich das schon mal erwähnt? Nein, wahrscheinlich muss ich noch ein Video machen, wo ich ganze Zeit über Gras flame. LOL, Gras, scheiß Gras, Gras, macht nichts gut, macht Gehirn kaputt. Nein. Ja. Ist das Video jetzt mal fertig? Die Lecks nerven. Scheiße. Ja. Und, na gut, ich mach's noch ein bisschen höher, damit es auch allweg die Chance eines Realismus hat. So, das sind jetzt eigentlich zwei höher, aber auch egal. Soll ja nur ein Versuch werden. Also kein Versuch, sondern ich will euch ja nur das Grundprinzip rein. Theoretisch hätte ich nur ein paar Pfeiler bauen können. So, jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir machen. Da wir entweder nur noch nach da bauen können, entscheide ich mich jetzt für den Teil. Sprich, das, was man von hinten sieht, ist eben dort. Und jetzt fangen wir an. Das Ganze realisieren wir mit Treppen. Ja, manche sagen jetzt, man könnte das zwar auch mit diesen Holzblöcken machen, könnte man auch machen, aber da würde das Dach viel spitzer zulaufen und nicht so eine schöne Rundung ergeben. Sieht man hier, das hätte man flacher geschafft mittels solcher Schichten, ist auch egal, das ist jedermanns Sache. Da wir, ja, verdammt, das ist jetzt auch erstmal Wurst. Hier kommen dann die Wooden Planks zum Einsatz. Dieses missratene Etwas machen wir raus. So, jetzt machen wir erstmal das hier an die Seite komplett. Und dann arbeiten wir uns immer bis weiter hinten durch, oder ich verzichte darauf. Je nachdem, wie es die Zeit sagt, oder mein Arbeitsspeicher. Ich hab's Haus ein bisschen zu breit gemacht, ey. Los, komm, hoch mit dir. Man kann nur notfalls das hier oben abmachen, falls es ihnen zu hoch erscheint. So. Jetzt machen wir das. Fülle ich jetzt rein der Zeit halber mal so aus. So. Da haben wir dann wieder... Scheiße!
haben wir jetzt so weiter. Und dann bauen wir einfach das zweite Haus hier. Ich baue jetzt einfach nur in der Richtung weiter. Ist auch egal, was ich benutze. Lalala, das werde ich dann auch etwas vorspulen. Weiterarbeiten und verfahren dann genauso wie an dem anderen Dach. So, das machen wir jetzt. Wie ich jetzt schlafe, werde ich dann wegschneiden. Oder wohl? Nein, brauche ich nicht. So. Just Creeper Bed. Und wir verbinden das eben jetzt so hier. Nee, das war jetzt zu viel. Da hätte jetzt so ein Ding hingemusst. An der Stelle hätten wir. Genau, das sollte ja ins Tiefe gehen. So. Grundidee habt ihr jetzt sicherlich verstanden. Dann wünsche ich viel Spaß beim Nachbauen.